Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir haben zuletzt entdeckt, wie man Feuerpfeile machen kann. Und das finde ich total gut. Wir sind übrigens mal nebenbei bei 35% des Spiels angelangt. Das ist ja schon was. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter und folgen weiter unseren Aufträgen, denen wir halt folgen sollen. Und zack, sind wir unten angelangt. Mal dahin. Da gibt es Muni, aber ich glaube, wir brauchen gar keine. Doch, die kann ich nehmen. Okay, sehr schön. Dann gehe ich hier lang. Das letzte Mal hatte ich übrigens gedacht, wir hätten ein Grab gefunden. Ich glaube, das war aber nur eine Höhle. Denn wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man immer so ein bisschen ja, Basislager und Höhlen. Da ist auch irgendwie noch ein Relikt anscheinend. Es könnte natürlich sein, dass hier bei dem Relikt natürlich auch das Grab ist. Allerdings blinkt hier zum Beispiel eins und es könnte das in der Nähe sein, Herausforderungsgrab. Wenn wir das noch nicht gefunden haben, dann das wäre auch schön. Kann man hier auch noch nach links abbiegen oder nicht? Nee, ich will hier gar nicht lang. Ich gehe mal da lang. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Jawohl. Ich halte weiter nach Zielscheiben und Kaninchen. Da ist wieder eins. Ausschau. Fünf von sechs. Noch eins, dann habe ich das geschafft. Sehr schön. Oh, es ist cool. Der Soundtrack bindet so ein bisschen die alten Melodien mit ein. Sehr schön. War ich hier schon mal oben? Nein. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Über einheimische Vögel leben im Tal. Mehr Weisheiten der Jäger des Tals, dieses Mal über die Vogeljagd. Ja, auch das kann man ja mal lernen in diesem Spiel. Allerdings, oh, da haben wir noch einen Hirsch. Oh, jetzt kriege ich ihn wieder nicht. Der ist weg. Den anderen vielleicht. Wir können ja mal so ein Superpfeil hier machen. Ah, den kriege ich auch wieder nicht. Der hat mich auch bemerkt. Passiert. Was ist da vorne? Haben wir da noch was zum Einsammeln? Ich weiß immer nicht, wo ich schon war und wo nicht. Das ist gemein. Ich glaube schon, dass es hier ziemlich viel zu entdecken gibt. Verbündeter in der Nähe. Okay. Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Ja, ach, noch jemand, der was will. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Na klar. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Alles klar, wir machen alles hier. Und ich glaube, da liegt auch noch was, was wir einsammeln können. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen.
Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Ein neuer Tag, Tagebuch des Widerstands. Die Leute hier im Tal haben jahrzehntelang gewartet. Sie wussten, dass jemand kommen würde. Ja, sie haben es gehofft, ne? So, und, okay, da wird mir jetzt auch was angezeigt. Was ist denn hier drinne? Aha. Sehr schön. Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Immer her mit den Schätzen. Ja, komm, manchmal funktioniert das nicht hier, diese Sicht. Aha, jetzt kann ich davon auch... Was haben wir denn hier noch so? Wieso geht sie hier eigentlich so geduckt? Es sind doch keine Feinde da. Oder doch? Aha. Ich gehe mal hier weiter. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. Ich brauche mal meine Karte tatsächlich mal. Oha, ja, hier werden jetzt die Drohnen aber ordentlich angezeigt. Dann bin ich schon... Okay, geradeaus sind hier welche. Dann gehe ich mal hier lang. Da oben fliegen sie. Krieg ich die dann platt? Okay, die kriege ich platt. Selbst mit meinem Pfeil... Die ist auch hinüber, ne? Oder? Habe ich die nicht erwischt? Nee, ich habe sie irgendwie nicht erwischt. Da fliegt sie noch. Oh. Da. Jawohl. Das war die zweite Drohne. Sehr schön. Das macht ordentlich Kabums. Finde ich gut mit den Feuerfallen. Oh Gott. Die Olifanten kommen. Ich habe irgendwo einen Hirsch erwischt oder auch nicht. Okay, das müsste hinüber sein, genau, weil ich es mit Feuer gemacht habe. Ist mir lieber, weil sonst laufen mir die Rehe weg. Ist schön, dass du da selber rein kannst. Kannst du dich gleich wieder selber verbinden. Ist da irgendeiner verletzt von? Hallo? Ja, dann lauf doch alle weg. Mir doch egal. Ich könnte ja hier nochmal hoch. Da war ich auch noch nicht. Glaube ich. War ich hier schon? Nein. Doch. War ich. Okay. Da ist nämlich auch das Grab. Okay, okay, okay. Was ist das da hinten? Was ist das hier? Keine Ahnung, was man sich da mitnehmen kann. Holz oder so. Dann gehe ich nochmal zu den anderen Drohnen. Her mit den Drohnen. Geh ich nochmal zurück. Die fliegen ja hier sonst wo rum. Was ist hier? Aha. So, ich höre sie schon. Irgendwo hier fliegen die rum. Na, wo seid ihr? Da hinten ist eine. Oh oh, irgendwas ist hier. Okay.
weg. Manno, kommt hier. Ich will meinen Pfeil und Bogen. Verdammt. Lauf mal weg. Kommt er hinterher? Ja. Lass mich. Sehr gut. Oh, mit Ausweichkill. Aber knapp. Wo kommt denn hier auf einmal dieser... Ich glaub's schon wieder hier nicht, ey. Haben Sie vor, noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ja, hab ich. Ich arbeite noch daran. Aber ja... Da. Nicht erwischt. So, jetzt aber. Ha, verhinderte Überwachung. 3 von 4. Na, was sagst du? Nix. Toll. Mach mich auf die Socken. Brauch noch mehr von diesen Feuerpfeilen. Die sind nicht ganz gut, finde ich. Da schwirrt das Ding rum. Ah. Komm mal rum. Jetzt geht das da hinten wieder hin. Nee, ich muss mal ein bisschen näher ran. Die Bäume sind hier auch ein bisschen im Weg. Du doofe letzte Drohne, dich krieg ich. Vielleicht hier vom Baum? Das ist doch toll. Ah, das gibt's nicht. Jawohl. Ah, hab sie bekommen. Ja, schön, dass du da voll runtergeknallt bist. Wo ging's denn hier hin? Bitte. Von dem coolen Baumstumpf. Und da bei diesem Baumhaus war ich auch noch nicht. Ich möchte hier hoch. Ich hab's doch fast geschafft. Genau. Das wollte ich tun. Sieht auch viel cooler aus. Wo komme ich hier hin? Ach so, das ist so ein Karnickel, mein letztes. Mein letztes. Auch das habe ich geschafft. Yeah. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich zu schnell laufe. Verteidigungsstrategie. Bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm. Ja, mache ich. Liegt hier noch was? Habe ich was übersehen? Nein. Aber wir sind gut dabei. So, wo soll ich jetzt hin? Geht's wieder zurück? Geht's hier hin? Ja, voll nicht geschafft. Da, ne? Ich glaube, da bin ich richtig. Ich will eine Belohnung. Belohnung. Haben Sie sich um den Rest dieser Maschinen gekümmert? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Alter Hornbogen. Neue Ausrüstung erhalten. Alternative Waffe. Waffen. In jeder Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat eine
hat einzigartige Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über exklusive Upgrade-Optionen. Alternative Waffen können in Basislagern über das Waffenmenü eingesehen werden. Mission abgeschlossen. Verhinderte Überwachung und so. Ja, das waren die Drohnen. Komm bitte darüber. Schaff das bitte. Wir müssen ja auch noch den zweiten Turm ausschalten. Den hätte ich auch eigentlich ganz gerne mal. Warum sind hier Wildschweine? Wenigstens eins habe ich erwischt. Ich dachte, jetzt laufen die voll aggressiv auf mich zu. Eins ist noch da. Oh, kein Pfeil. Geht doch. Sehr schön. Und hier kann man wo rein? Ja. Was habe ich entdeckt? Das Grab. Ich habe das Grab entdeckt. Sehr schön. Schön Muni machen. Für unseren Pfeil. Brauchen wir Erz? Wir haben alles. Ich bin hier gut ausgestattet im Moment. Da will ich nicht lang, ne? Nein. Oder doch? Aber wie komme ich dann durch? Vielleicht mit Feuerpfeilen? Kann man das nicht abbrennen? Aha. Aber hier ist doch ein Grab. Irgendwie muss man doch hier durchkommen. Wie denn? Ist das einfach nur eine Höhle? Ich dachte, das wäre jetzt das Grab. Aber da geht's doch auch irgendwie weiter. Das sieht doch so aus. Verstehe ich. Ne, keine Ahnung. Nee, vielleicht ist das hier einfach nur eine Höhle, aber vielleicht ist hier irgendwie das Grab auch. Wo bin ich denn? Nee, ich bin hier nicht beim Grab. Ich bin irgendwo anders. Das ist irgendwie wieder mal eine Höhle wie das letzte Mal, wo ich dachte, ich wäre in einem Grab und dann war das aber nur eine Höhle. So. Kannst du mal runter? Ich habe keine Ahnung. Hier kann man wieder hoch. Muss ziemlich kalt sein, das Wasser, ja. Sieht aber mega cool aus, die Landschaft. Ja, geh mal raus. Scheiße, sie... Das tut ihr nicht gut hier. Ich will hier raus. Warum gehst du nicht hier hoch? Oh, ich muss sie hier schnell rauskriegen. Also auf die Eisschollen geht sie nicht. Das geht nicht. Schade. Findet hier auch nichts. Und dann geh hier hoch. Raus aus dem Eiswasser. Eigentlich viel zu kalt, ganz ehrlich. Wundert mich eigentlich, dass wir hier noch nicht mehr gefunden haben an Sachen. So, und jetzt möchte ich eigentlich mal wissen, wir sollen zwar dahin, aber wo ist denn dieser andere Turm? Woran erkenne ich den anderen Turm? Den hier? Mission verfügbar. Ja, dann geh dahin. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Oder hat die jetzt noch neue Sachen für uns? Ach, die hat jetzt noch eine Aufgabe für uns, oder was? Ja, darf ich mit Ihnen sprechen? Ja, ja, klar. Was willst du denn noch? Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Nahrung und Obdach für die Kampfunfähigen. Aus gedörrtem Wildschwein und Pilzen machen wir Notrationen. Es schmeckt besser, als es klingt. Aber ich schaffe es wohl nicht, genug zu sammeln. Wenn Sie ein Wildschwein finden und erlegen und auch die anderen Zutaten beschaffen könnten, hätten wir Nahrung für alle. Zumindest für einen weiteren Tag. Ja. Ja, natürlich. Sammeln Sie Pilze, sammeln Sie Wildschweinfleisch. Ist echt wie in so einem... Pilz habe ich schon. Oh,
gut, dann können wir ihr das ja schon mal geben, oder? Aber Wildschweine müssen wir noch ein paar finden. Und die hatten wir ja da hinten gefunden. Ja, dann gehen wir da nochmal hin und holen uns ein bisschen Fleisch, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Na, Leute? Oh. So, das war Nummer 1. Und Nummer 2. Sehr schön. Und noch eins. So, jetzt habe ich genug Fleisch anscheinend. Das können wir auch nochmal zurückbringen. Ein herzhaftes Mahl. Ja, es ist interessant, was man hier alles machen kann, noch nebenbei, finde ich. Sehr umfangreich. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht eigentlich zu weit entfernen. Laufe ich mal wieder dahin. Was ist hier? Kann ich das abreißen? Ja, kann ich. Weil hier ist was drin. Okay. Bin ja gut dabei, hier Sachen finden im Moment. Aber ich übersehe bestimmt auch ganz, ganz viel. Das ist mir auch klar. Weil das ist so umfangreich, das Spiel, finde ich. Hier wird mir wieder gesagt, dass das Grab hier irgendwo ist. Hm. Hier soll ein Grab sein. Wahrscheinlich immer noch das hier, was mir gesagt wird, aber okay. So, ich möchte da wieder zurück. Dafür muss ich hier zurück. Hops, hops. Die kleine Springlera. Und da oben ist auch noch was. Und hier waren wir schon anscheinend. Okay. Warte mal. Geh wieder zurück. Und die kleinen Karnickel und die Rehe. Und Bibi und seine Freunde, alle sind hier wie in so einem Disney-Spiel. Guck mal, ich habe alles besorgt. Reicht das? Ja, ja. Dann werde ich das Fleisch mal dürren. Aber das müsste reichen. Vorerst. Nochmals danke, Laura. Ich habe gern geholfen. Yeah, Jägerin, neue Ausrüstung erhalten. Ja, das machen wir doch alles gerne, wenn wir hier so tolle Geschenke immer bekommen. Und Punkte. Und dann kann ich mir wieder Karten kaufen und... Will die jetzt eigentlich noch was? Haben wir jetzt alles für sie getan? Ist sie endlich zufrieden? Bibi! Bibi, lauf! Sonst muss ich dich töten. Ja. Gut. Haben wir das auch gemacht. Eigentlich will ich ja immer in jedem Part was ganz anderes tun. Und dann verführt mich das Spiel doch wieder dazu, dass ich völlig entgegengesetzte Sachen mache. Das ist so. Und es gibt hier ziemlich viele Rehe und Hasen und allerlei anderes Getier. Da hat man genug. Ich gehe mal auch die normalen Pfade. Ich kenne nicht so oft. Oh, was haben wir hier? Achso, hier war das... war der Hase, ne? Der Hase, der Hase. Und da ist irgendein Grab. Ach, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder. Okay, war ich denn da aber schon drinne? Hier ist die Sophia. Ja gut, dann starten wir hier wieder im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Es gibt ja so viel zu tun. Man kann so viel einsammeln. Das ist schon krass. Was das Spiel zu bieten gibt. Ich glaube, das seht ihr auch so. Das ist die Sophia mit ihrer coolen Frisur. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal.